Hallo und herzlich willkommen meine Rambas, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und hier heute will ich euch mal wieder eine der Artis zeigen, und zwar die Tier 6 Akazia. Selber noch nicht gespielt, also von dem her wird es für uns alle etwas Neues. Und außerdem wollte ich euch hier in diesem Video dazu auffordern und auch mal ruhig zu ermutigen, dass ihr einfach mal sagen könnt, auf was ihr denn Bock habt und welchen Panzer ihr mal sehen wollt, weil ihr wisst es ja, da ist es, ich kann euch eigentlich so gut wie jeden Panzer zeigen, also von dem her, sagt mir, was ihr wollt und ich mach's möglich. Also ruhig in die Kommentare posten, welcher Panzer euch mal interessieren wird und dann machen wir das klar. Aber wie gesagt, heute und jetzt Tier 6 Akazia, schauen wir uns auch nochmal in den Details an. Diese selbstfahrende Artillerieeinheit wurde von der Sowjetunion als Konkurrenz für die amerikanische M109 konzipiert. Zwischen 1970 und 1975 wurden über 1500 hergestellt, wobei der 2S3 Akazia sogar die Auflösung der Sowjetunion überlebt hat und immer noch im Einsatz ist. Das Fahrzeug ist hauptsächlich in der Russischen Föderation anzutreffen, mit einigen wenigen Ausnahmen, die in den 90er Jahren exportiert wurden. In seiner langen Einsatzgeschichte wurde der 2S3 bei Operationen in Osteuropa und Westasien eingesetzt. Der Schaden 220, Durchschlag 38 mm natürlich, anhaltender Schaden reduziert. Und ja, wir gucken doch einfach mal die Werte hier, in Anführungszeichen schön und gut, aber viel wichtiger, wie ist es im Spiel. Lasst uns also reinschauen und loslegen mit der Akazia. Ja, die Karte Pipelines haben wir erwischt. Wir sind zwei Artis pro Seite. Ich bin die einzige Akazia im Spiel, ansonsten lauter Palmarias. Die sogenannten Palmarietten. Der war so schlecht, den fand ich lustig. Und ja, dementsprechend gucken wir jetzt doch, wie wir da so agieren und spielen können. Ich glaube, ich werde mir hier diesen Stein gleich zunutze machen und den dann dementsprechend gleich mich hinten verstecken und ansonsten immer ein bisschen schön rausschießen. Ja, was habe ich dabei? 42 Schuss, viermal eine Rauchgranate, viermal ein Leuchtgeschoss und ja, dementsprechend sollte doch da was gehen. Besondere an der Akazia, sie hat 3 Schuss im Magazin, das heißt 20 Sekunden knapp Reload, dann gibt es 3 Schuss a 3 Sekunden und danach wieder 20 Sekunden. Ja. Das war's schon soweit zur Akazia. Alles andere sehen wir jetzt, glaube ich, auch im Spiel direkt. Hier, das ist mein Stein. Das ist mein Stein. Und, ja, das ist auch der Stein von der. Das ist ungut, was die da macht. Warte mal, dann machen wir das. Wo war denn der? Da, das Haus. Dann fahre ich zu dem Haus, das kann man auch gut nutzen. Aber, ui. Aber zwei Artis auf einem Punkt ist einfach nicht clever, weil dann können sich die Gegner-Artis auch gut auf einen einschießen. An dieser Stelle mache ich hier eine kleine Werbung auch noch für mein Bataillon. Weil wer noch nicht irgendwo dabei ist und sagt, er braucht just for fun was für den Feierabend, der darf sich gern hier bei Eikbar bewerben, beziehungsweise hier auch unter das Video posten. Ich lade dann ein. Also, just for fun, kein CW oder sonstiges. Gut, ist ja aktuell eh klar, aber wie gesagt, es soll einfach nach dem Feierabend ein gemütliches Zocken und Beisammen sein. So, da konnten wir jetzt doch ein schön was treffen. Ich kann mich jetzt auch eigentlich so ein bisschen hier von den Artis lossagen. Beziehungsweise. Na, ich dachte mir, die andere geht dann nochmal hinten auf. Das war jetzt so die Überlegung des Ganzen. Aber der Gefallen hat sie mir dann doch nicht mehr getan, leider. Na, komm schon, aim ein, aim ein. So, ich fahr mal zurück. Ich habe so das Gefühl, dass da gleich ein Arti-Einschlag kommt. Die gegnerische Arti steht hier hinter. Und da. Oh ja, die ist gut.
Auf die schießen wir jetzt aber mal sowas von der Breitseite. Ah, der erste war noch sehr mau. Ah, der zweite war besser, deutlich besser. Weil bisher habe ich es in Ruhe gelassen. Das hat sie wahrscheinlich ein bisschen irritiert oder beziehungsweise in Sicherheit gesetzt. So, die wird jetzt aber hier schon ordentlich beschossen. Ja, jetzt haben wir aber sie mal gut unter Druck gesetzt. Auf die Jungs komme ich, glaube ich, leider nicht drauf. So gerne ich da unterstützen würde. Nee, aber das wird de facto nix. Schieß nochmal. Komm schon. Na, jetzt hat sie geschossen, aber jetzt gehe ich hier auf den Gegner drauf. Warum ist er nicht mehr offen? Ärgerlich. Wir haben uns ordentlich erwischt. Ja, das war zu erwarten, dass auch irgendwann jetzt die Gegner-Arty da keinen Bock mehr drauf hat. Das ist ja lustig. Ah ja. Knappes Match bisher. Das ist, gefällt mir gut, muss ich sagen. Geht erst immer lang auf und dann erst wieder zu. So, Gegner Arti schießt auch mal wieder. So, jetzt werde ich die nächste Mal hier da mit der. Mit dem. Ziel identifizieren. Ja, genau. Identifizieren. Laden. Oh, oh, oh. Komm schon, weg, weg, weg. Ah, es ist wirklich eine. K Oh, was ist denn da drüben? Den komme ich drauf und der muss auch weg. Nicht getroffen, leider. Knappe Runde. Natürlich fällt jetzt hier da mein Mate. Jetzt muss ich da mich leider von meinem schönen Platz weggesellen. Oh oh. Weil jetzt habe ich folgendes Problem, dass die auf mich wirken können. Na, klasse. So, nochmal dann. Landen können, aber mit dem nächsten werden sie mich rausnehmen. Die andere Art, die von uns ist auch schon Identifizieren. zerstört. Wir haben uns ordentlich erwischt. Ah, ein Schuss wenigstens noch landen können, aber danach war es dann geschehen. Trotzdem lang überlebt. Ich glaube, doch eine vernünftige Runde gefahren, auch wenn es jetzt kein Sieg ist. Aber ich habe da versucht zu unterstützen, wo ich konnte. Ich habe die gegnerische Arti beschossen. Dementsprechend war sie ein bisschen abgelenkt. Alles in allem ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, ist halt immer der fade Beigeschmack, wenn man am Ende nicht gewinnt. Weil, naja, ihr wisst ja selber, gewinnen ist halt dann doch so am Ende immer so das kleine i-Tüpfelchen. Aber wenn man wie hier
Leute haben, die eher ein bisschen am Fischen sind als am Panzer fahren, da kann man es natürlich schwierig gewinnen. Und am Anfang auch einen Clear direkt mit minus 1. Auch das ist natürlich nicht einfach zu kompensieren. Man braucht halt einfach jedes Rohr. So, schauen wir mal, nachdem hier unser Turm auf der Seite liegt, was die Runde so unterm Strich ausgemacht hat. Das Ergebnis kommt jetzt. Jetzt. Ja. 1794 Schaden gemacht, 3 Assists, 3 erspäht. Von der Performance sehen wir mal hier ziemlich vieles dabei. Die Palmari haben wir einmal, wie gesagt, sehr, sehr gut getroffen. Vom Team bin ich auf Platz 3 gerückt mit den XP 1137 und beim Schaden war es der 5. Platz. Also unterm Strich schon ganz okay. Es gab 42.000 netto raus und ich persönlich finde die Arti ganz okay. Aber man hat gesehen, zwischen den Schüssen, wenn der Zielkreis nochmal so weit aufgeht, muss man natürlich auch mögen. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei Armored Warfare. Euer Alcaramba.